So, guten Morgen zusammen. Zunächst einmal wieder kurz der Risikohinweis, dass die Analysen nur meine Meinung sind und jeder trägt das Risiko selber, ob er die nachhandelt oder nicht. So, kommen wir gleich mal zum DAX. Was ist noch gestern passiert? Der DAX ist bis zur 10.100er Marke hochgelaufen. Also nicht ganz bis zu dem gewünschten Kursziel von 10.136. Drehte hier dann mit zwei Korrekturbewegungen nach unten ab. Und ab heute Morgen, 9 Uhr etwa, kam eine erneute dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung 10.032. Was jetzt möglich wäre, aber mit einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis wäre, wenn man über der 10.050 Marke einen Long-Versuch starten würde in Richtung eben 10.036. Weil ein geeigneter Stopp wäre im Moment eben recht weit weg, eben bei der 9.000-Punkte-Marke. Alternativ, wo eine größere Unterstützung eben wäre, wäre eben bei der 9.850er-Marke. Diese Unterstützung sieht man im 4-Stunden-Chart eben auch sehr gut. Hier kommt der Rainbow von unten hoch und sollte eben für das bullische Szenario eben eigentlich nicht brechen. Ja. Also die unterste Marke oder der unterste EMA liegt aktuell bei 9.800 Punkten. Nochmal kurz im Stundenchart. Im Prinzip, solange er über der Wolke ist, kann man auch noch versuchen, hier einen Einstieg zu suchen bei der 9.950 Marke. Könnte auch von dort dann nach oben laufen. So, kommen wir zur Deutschen Bank. Das Szenario lief eben auch seit dem 5. Oktober, also hier den Ausbruch über die 25.10 gemacht hat. Kursziel war 26 und naja, zum Glück lief er eigentlich gestern bis auf 5 Cent an das Kursziel ran. War ja auch eine ungefähr Marke. Wegen schlechten Unternehmenszahlen, Rückstellungen gab es heute eine extrem negative Öffnung, wurde aber, wie man sieht, direkt hinaufgekauft. Das ist jetzt die Xetra-Basis. Aktuell stehen wir wieder unter der 26-Euro-Marke. Kurzfristig dürfte der Titel höchstwahrscheinlich zwischen 25 und 26 erstmal schwanken. Einen Widerstand hat die Aktie im 4-Stunden-Chart am EMA 200. Ja, da liegen auch eine horizontale Unterstützung. Also mehr als 26,70 würde ich dem Titel jetzt nicht geben, kurzfristig. Noch einmal kurz auch zur Volkswagen-Aktie. Hier sind wir im Stundenchart. Im Moment blockiert halt eben der EMA 200 den weiteren Kursschub nach oben, aber hier wurden eigentlich beide Kursziele abgearbeitet. Am Wochenende werde ich den Volkswagen genauer nochmal anschauen und versuchen, ein neues Setup zu basteln. Im Euro-US-Dollar, da gibt es im 2-Chart-Bilder von mir, hier stehen wir halt direkt am 4-Stunden- und am Tageswiderstand bei der 1.13er-Marke, kommt aktuell eben wieder nicht drüber. Also da ist auf jeden Fall ein Schlusskurs abzuwarten, bevor man
kurzfristig, mittelfristig eine Long-Position eingehen kann. Das Box-Setup, das habe ich gestern auch vorgestellt. Hier war eigentlich die Triggermarke die 1.1285. Die aktuelle 4-Stunden-Kerze läuft noch im Stundenchart. Lief der Ausbruch oder ist der schon aktiviert worden? Hier sollte man aber auch die Position, wer long ging, sehr eng absichern. Also ein sinnvoller Stopp. Liegt relativ weit, also ein mittelfristiger Stopp relativ weit weg. Da darf man mal noch sehen, ob er wirklich die 1.13er Marke nachhaltig brechen kann. Dann wäre ja Kursziel, erste kurzfristige Kursziel wäre dann bei 1.1350. So, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen noch einen erfolgreichen Handelstag. Bis bald.